Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part von World of Tanks. World of Tanks Let's Play, genau. Ja, wir haben hier den T1 HT, ich meine Cunningham. Und ich habe einen Skin drauf. Ja. Amerikanische Flagge und alles. Ja, interessiert uns jetzt nicht mehr. So, ihr seht, in meiner Garage hat sich wieder ganz schön viel verändert. Ich habe ja auch den hier gekauft. Ich gehe ja weiter zu den französischen Jagdpanzern, da die ja dieses Magazin haben. Ein Magazin. Ja, und ihr seht, ich habe ganz wenig Kreditpunkte. Ganz wenig. Und deswegen habe ich mir so viele Zweier und Einser geholt. Und deswegen, was haben wir denn da? Ich würde mal sagen, gefahren. Der hat recht gute Panzerung, also nehmen wir mal den. So, gehen wir mal ins Gefecht und tun ein paar Credits sammeln. Oh, ein Dreier gefischt. Das ist natürlich schlecht. Es sei denn, unsere Gun ist gut, aber ich habe es ja eigentlich auch gar nicht so viel getestet. Danach nehmen wir, glaube ich, mal den PZ2 oder den T1 Cunningham. Plop, 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 plop. Ja, immer so weiter. Eins und null. So. Geladen! Jetzt fahren wir. Gefahren. Aua. Da schiebst du mich so weg. Hey. Naja, es gibt doch Leute, der hat sich die Kette zerfetzt, weil er runtergefahren ist. Ich finde, wir haben richtig komische Kanonen. Das ist doch keine Kanone, das ist doch... Was ist das für ein Ding? Doch, das ist eine Kanone. Das ist komisch. So. Da hier ja ein paar Leute sind, gehen wir hier hin. Richtig beschissen. Egal, dann gehen wir ins nächste Gefecht. Und zwar mit unserem T1 Cunningham. Oder gehen wir vielleicht doch mit, der sieht schon irgendwie, der leuchtet irgendwie so viel. Nehmen PZKPFX2. Tier 2 77. Und dann hier Jagdpanzer, ja. Leichte Panzer sind am meisten. 270. Ja. Dauert ein bisschen. Server von Watt. Oh, und wir sind auf Prokhorovka. Und sind schon wieder in einem Dreier gefischt. Warum kommen wir eigentlich immer ins Dreier gefischt? Das nervt ja auch. Gut, dann mache ich eben einen auf Scouter. Auf Scouter. So. Ich
schöne Landschaft, Pokohofka. Einzig und wahre sind einfach nur Texturen. Die sind einfach so hässlich. Nein, ich meine eigentlich, die sind nicht hässlich. Die sind gut, aber ihr fehlt das Gras. Das ist einfach nur so ein Gras gemalt. Das Gras. Ihr müsst das Gebiet sichern. Denkt an eure Ausbildung. Egal. Geladen! Wir geben Gas. Wir geben Gas. Wir machen gar nichts. Wir schießen in die Luft. Geladen! Il y a des Français. No. Das heißt nämlich, gibt es hier einen Franzosen? Aha, da stehen da an. Geladen! 8 FPS, wie soll das? Warum? Was? Was ist das? Ich hasse das. Immer wenn ich in der Aufnahme bin oder wenn ich schon immer in diese Büsche gehe, also meist immer so richtig wenig FPS. Das nervt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Los! Geladen! Los, ballern wir ihn ab. Eine neue Arti der Briten, da das Spiel gepatcht wurde. Michael Borek, Musik, guck mal, vielleicht dich ein bisschen ankratzen können. Oh, hier macht bestimmt viel. Oh, ja. Richtig schlecht. Ja. Kann sein, dass ich eben gerade die ganze Zeit leise war. Hier. Komm her. Ich habe mich vorhin schon verfolgt. Jetzt haben wir schon 2 Kills. Du noch. Ah, bei dem schon schwieriger. M30. Du hattest schon schwer. Da muss man dann wirklich gucken, wie man den beschädigen will. Bleiben wir besser hier ein bisschen. Warten, bis der nächste Tank kommt. Mit unserem Mini-Tank. Danke für die Info. Soll spotten, sagt der Sexton 2. Oh, SU-76. Oh nein, wir sind tot. Oh, da war der M3 Stewart da links. Ist die Arti wirklich so schlecht? Naja. Dann würde ich sagen, nächste Panzer, und zwar diesmal kein Tier 2, sondern Tier 1. Welchen? MS1 würde ich irgendwie nicht nehmen. Obwohl er die beste Panzerung hat. Oder vielleicht doch über den T1 Cunningham, der hat eigentlich ein ziemlich cooles Geschütz.
Nehmen wir den LOL-Traktor. Ja, genau. Den LOL-Traktor. LOL-Traktor. Ab ins Gefecht mit einem LOL-Traktor. Leichttraktor und LOL-Traktor. Was ist besser? Leichttraktor oder LOL-Traktor? Ich würde sagen... Zufallsgefecht. Provinz. Was für eine Provinz? Was heißt die Provinz? Ich kenne nur Provinz und das war's. Und LOL-Traktor. Oh yeah. Unsere Uhr. So. Jetzt sind wir mit unserem LOL-Traktor in einem Gefecht. Und die beste Gun ist, so wie ich immer gehört habe, die 3,7 cm. Und, ansonsten... halt versuchen mit dem zu kämpfen. Die werden dasselbe mit uns tun. Tötet sie! Geladen! Tötet sie alle! Hey! Geladen! Hallo! Hallo du! Du Medium 1! Bin ich sowieso nicht gefahren. So. Dann würde ich sagen, wir stellen uns jetzt irgendwo hier hin. Bam. Bam. Komm. Ja. So, den T1. Den haben wir. Habe ich zwar jetzt nicht in einen Busch gestellt, aber anscheinend ist hier niemand. Schöner Stein. Ich sehe keinen Rauch, der schießt. Es ist aber auch heute heiß, 30 Grad hier. Boah. 30 Grad heute zu Hause. Was ein Scheiß. Hasta la vista. Nein! Der hat mich erledigt. Scheiße. Nein, komm, komm, komm her. Hasta la vista, jetzt kann ich das sagen. Boah. Jetzt du? Nein. Komm mal her, Medium 1, bitte. Jetzt gebe ich dir. Ich habe eine schöne Kanone für dich, eine schöne Kugel. Na ja, gut getroffen. Na, du vielleicht... Na, voll daneben geschossen. Nur weil der Kommandant so unfähig ist. Fahren wir ein bisschen weiter. Das ist ein Lag. Unserem Tracky. Cracky. Cracky. Ein bisschen erobern und dann kommen die auch schon zum Vorschein. Obwohl ich die eigentlich alle treffen will. Da ist noch ein LOL-Traktor. Den man nicht sieht. T1. Noch ein Schuss. Und so ist er weg. Und schon 3 Kills. Mal gucken, da kommt bestimmt gleich noch ein MS1 oder noch ein TS1. Nee, da ist er. Was sage ich da? Der Medium 1 oder der MS1 wird doch gleich kommen. Da ist er ja. Hey, gib mir mein Damage geklaut. Das ist nur noch so eine doofe MS1. Okay, gehen wir einfach mal raus aus dem Cap-Kreis. Oder wir cappen doch trotzdem weiterhin, bekommen wir vielleicht noch Eroberer. Na,
Naja, Versuch ist es ja nicht. Ist es wert. Ah, da bist du ja. Hey, warum treffe ich dich nicht? Oh Mann, du warst mein. Oh Mann. Ich habe mir jetzt schon 2 Kills geklaut. 4 Kills. 3 Kills meine ich. Okay, wir haben 5000 gerade mal gemacht. 393 Erfahrung. Team, ja. Speedfin. Halt schon wie Speedfan. 276 Schaden. Unter den höchsten schon. Unter den 4 höchsten. Unter den die meisten Kills habe ich. Erfahrung hat die 1 am meisten. Okay. Bla bla. Ausführlicher Bericht. Bla bla. Bla bla bla. So. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Haben wir gerade gar keinen Eroberer bekommen. Ah. Ich hätte dann einfach da drinnen bleiben sollen. Nicht blöd, Mann. Na gut. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, oder? Oder etwa nicht? Ja doch, bis zur nächsten Folge, Leute.